Bei dieser Übung dehnen wir den Scalenusmuskel, der seitlich im Bereich unserer Halswirbelsäule liegt. Der Scalenusmuskel besitzt mehrere Anteile. Sein vorderer Anteil zieht zur ersten Rippe, sein mittlerer Anteil etwas weiter nach hinten zur ersten Rippe und sein hinterer Anteil zieht zur zweiten Rippe. Ein selten auftretender kleiner Scalenusmuskel zieht zur Faszie der Lunge, der Lungenspitze und zieht von der Halswirbelsäule ausgehend unserer Lungenspitze nach oben. Der Scalenusmuskel hat eine Besonderheit, und zwar die sogenannte Scalenuslücke. Innerhalb dieser Scalenuslücke wird häufig die Nervenstruktur, die die Halswirbelsäule verlässt, und zwar der Plexus cervicalis, komprimiert, wenn der Muskel zu hohe Spannung hat und diese Lücke verengt wird. Bei der Übung ist darauf zu achten, dass die Grundposition in der Frontalebene sich befindet. Wir fixieren dazu mit unserer Hand in dieser Frontalebene von der Seite kommend an einem Stuhl, auf der Unterseite des Stuhles. Wir können uns auch auf unsere Hand setzen. Dann wird der Kopf zur Seite geneigt. Die Nasenspitze zeigt genau nach vorne. Die gegenüberliegende Hand bleibt in der Frontalebene und greift über den Kopf und fixiert am Ohr. So wird der Kopf in eine endgradige Seitneigung gebracht. Die eigentliche Dehnung wird jetzt aber nicht durch Ziehen am Kopf, sondern durch eine Gewichtsverlagerung des Körpers zur Gegenseite ausgelöst. Durch tiefes Einatmen in die linke obere Lungenregion kann jetzt während der Dehnung eine dynamische Intensivierung ausgelöst werden. Das heißt, ich atme mit tiefem Ein- und Ausatmen in die Spannungsregion, also die linke obere Thoraxapertur ein und intensiviere so die Dehnung. Von der Seite gesehen, hier nochmal die Fixation, darauf zu achten, dass wir uns nicht in einer gebeugten Haltung, sondern wirklich in einer aufrechten Haltung befinden. Der Arm greift über den Kopf und der Körper wird zur Seite verlagert. Es darf bei der gesamten Übung nur zur Spannung im Bereich der seitlichen Nackenmuskulatur führen. Wirkliche ausstrahlenden Schmerzen in Form von Nervenschmerzen sollten nicht ausgelöst werden, genauso wie es nicht zu Druckschmerzen im Bereich der Halswirbelsäule selbst kommen sollte. Sonst sind andere Strukturen für die Bewegungseinschränkung verantwortlich und nicht unsere seitliche Nackenmuskulatur.